Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in No One Survived. Ich habe, wie angekündigt, den Rest aus dem Banditenlager runtergeholt. Ich habe hier noch einen Wagen stehen, so viel ist das nicht. Die werde ich offline ausräumen. Ich habe ja gesagt, wir wollen uns heute mal wieder ein bisschen um unsere Base kümmern hier, um dieses Gebäude. Wir werden wieder ein bisschen bauen. Werden auch wieder ein paar Hölzer noch reinholen, die hier draußen liegen. Dazu werde ich mal hier solche Spikes wegklopfen. Dazu brauchen wir auf alle Fälle unseren Bauhammer. So, ich muss die linke Maustaste. Ich habe immer die rechte Maustaste gedrückt. Oh ja. So, gut. Habe ich mir einen kleinen Durchgang geschaffen hier. Nehmen wir gleich mal mit. So, dazu werde ich erstmal hier. Ich muss ja noch ein paar Mittelbalken. Ja, nee, ich brauche hier oben. Hier oben brauchen wir die Dreierbalken. Also, gehen wir mal. Bauhammer. So, meine Freunde, das musste ich echt überlegen, weil ich habe das Spiel jetzt schon. Oder ich sage mal, ich habe in dem Spiel ewig nichts mehr gebaut, wie ich jetzt hier ins Baumenü reinkomme. War ich erstmal aus und habe alle Tasten durchprobiert. Also, wir brauchen das Mausrad. So, passt das jetzt nicht hier rein? Den Baum. Ja, nein, wir brauchen hier oben. Da. So. Hier drüben kommen wir da an. Nein, nee, das ist über da. Kurz oder lang. Ach, das ist ja bloß ein Zweier. Sorry, sorry, das ist bloß ein Zweier. Jetzt müssen wir ein paar senkrechte Säulen bauen wieder. Ja, wenn man das lange nicht gemacht hat. Also das soll ja erstmal so eine Art wie eine Unterkunft werden für etwaige NPCs, auf die wir ja eigentlich warten, dass die endlich mal kommen. Es hat sich lange auch hier lange nichts getan. In diesem Spiel. Übrigens, ich muss eine kleine Korrektur machen, eine kleine Einschränkung. War, wer mein Video gesehen hat zum Miss Survival, da habe ich den 30. angekündigt. Ich habe heute nochmal bei Steam reingeguckt und plötzlich steht da drin, ich weiß nicht, ob es schon immer so drin gestanden hat oder ob er sich jetzt Zeit verschafft hat, der Entwickler. Jetzt steht plötzlich 30. Juli. Also noch einen Monat müssen wir warten, bis das hier bei Miss Survival weitergeht. Und ich war schon so in freudiger Stimmung, dass wir jetzt Miss Survival wieder spielen. Aber leider ist es noch nicht. So, wir brauchen. Wie sieht es denn überhaupt mit meinen Vitalwerten aus? Also ich bin hier aufgestanden. Trinken muss ich was. Essen müsste ich auch was. Ich habe doch einen Haufen Zeug noch einstecken. Halt, ich gehe erstmal was essen kochen. Essen kochen. Kochen wir uns erstmal was zu essen. Zu trinken müsste ich ja noch haben. Habe ich auch. Das ist Wasser. Ah, alles klar. Ich habe nämlich den Ratschlag vom aus den Kommentaren von BWKM
Phantom 1450 beherzigt und habe Rucksäcke gewechselt. Deswegen ist mein Trinken alles, meine Flaschen, die ich mitgenommen habe, alles in dem anderen Rucksack. So, jetzt gehen wir uns erstmal, suchen wir uns erstmal was zum Feuern und brauchen uns ein Essen. Oder Grille brennt ja noch. Grille brennt ja noch das Licht. Gut. Da brennt ja der Kamin noch. So, ach, noch lange brennt ja. Da kochen wir uns mal hier ein Dosenfleisch. Eine Gemüsekonserve. Und ein Chili. Den Rest räumen wir nachher gleich weg. Die Klamotten, die könnte ich eigentlich auch mal wegschaffen. Damit ich nachher hier, oder meinen Rucksack wieder weg. So. So, jetzt gehe ich mal raus und werde mal den Rucksack wechseln, meinen richtigen Rucksack auffüllen. Ich wollte euch ehrlich sagen, dass mit diesem Rucksack wechseln, das mache ich so ungern, weil das so blöd gemacht ist. Du musst erst den Rucksack nebenschmeißen und naja, gut. Ihr wisst ja selber, wie das funktioniert. Es hätte bestimmt auch, eine bessere Variante zu geben. Den Rucksack zu wechseln. Der ist sowieso bald kaputt hier. Jetzt hierher. Hä, wo ist denn der Rucksack? Ach, ich hab den. Alles klar, gut. Ich hab den falschen. Ich hab den nicht den vom Rücken. Ich muss den vom Rücken wegschmeißen. Gehen wir nochmal hier rein. War hier hin. Und das meine ich halt. Das ist so blöd gemacht, ehrlich. Zack. Jetzt nehmen wir den. Da brauchen wir auch bald einen neuen. So, gut. Den packen wir. Jetzt wieder. Ja, doch, das ist so blöd. Hätte man auch anders machen. Gut. Den haben wir jetzt hier eingelegt. Klicken wir den an. F. Verwenden. Ne, den will ich eigentlich aufhucken. Jetzt habe ich ihn aufgehucken. So, und da habe ich nämlich auch mein ganzes Trinken drin. Auch Munition und auch nochmal Dosenfleisch und alles. Das muss ich jetzt alles erstmal fix ausräumen. Damit wir uns nachher Stämme holen können, um an unserem Gebäude weiter zu. Heute haben wir übrigens den Tag 9. Ich glaube, Tag 15 kommt nachher wieder die Zombie-Horde. Das ist alles schon gelb. Naja, es dauert nicht lange, können wir den Mist wegschmeißen. Dann habe ich ja hier oben noch drin. Das muss ich mal hier oben reinräumen. Die Klamotten schaffe ich lieber. Jetzt habe ich auch mein Essen im anderen Rucksack. Super. Jetzt kann ich den Rucksack nochmal wechseln. Alles klar. Ich schaffe jetzt aber erstmal das Zeug weg. Klamotten weg. Waffen, die ich hier drin habe. Ist schon ein bisschen kompliziert, aber ein bisschen blöd gemacht. Hosen haben wir hier drin. Habe ich eine Hose dabei? Ja, sogar zwei. Kurze Hosen. Könnten eigentlich auch mal ein paar kurze Hosen anziehen. Was ist denn das hier? Handschuhe. Packe ich mal mit hier rein. Da habe ich noch gar keine Kiste dafür. So. Die Munition, die tue ich mal. Das habe ich 762er. Da habe ich hier oben noch einen Haufen einstecken. Da kommt die hier rüber. Die nehmen wir hier hoch.
556er. Die vierte Schrotze, die behalte ich mal am Mann. Noch welche. 556er, da haben wir auch noch welche. 9 mm, das kommt raus. Gehen wir hier hoch. Sind die runtergeflogen? Klar. Ach ja. Die Spritzen, die kann ich übrigens wieder raustun. Die Klumpen, die schaffe ich auch rüber in Brennöfen. Das hier ist verrottete Lebensmittel. Die brauchen wir irgendwie in der Forschung. Müssen wir auch noch weiter betreiben, unsere Forschung. Und damit wir hier weiterkommen, können wir das umlegen. Gucke ich dumm oder was? Da. Ach, das ist noch eine Mütze oder was? Oh, tatsächlich. Gut, die müssen wir auch noch wegräumen. Das legen wir noch um hier unten rein. So, ein bisschen Ordnung schaffen hier. Da wir nämlich die Munition auch noch mit nach oben nehmen. Und den anderen Rest, den räumen wir jetzt. 7,62er haben wir keine mehr. Kaliber 12 haben wir. 44er. Da haben wir welche, das, das. Und jetzt haben wir hier noch 9 mm. Die räumen wir auch raus. Die haben wir hier oben. So. Dieses Hin- und Herräumen, das, ah ja, das macht der meiste. Ich räume mich den Rest, den ich jetzt nicht brauche, alles erstmal hier in die Kiste rein. Das ist so meine Ramschkiste, das muss ich dann alles mal offline wegräumen. Ansonsten ist das ja hier öde, wenn ihr mir hier beim Ausräumen zuschaut. Das Waffenöl behalte ich mal am Mann. So. Das kommt hier rüber, das kommt hier rüber. Das raus damit. Das schaffe ich mal. Tja. Außen wir mal jetzt bauen und nett. So. Nehme ich auch trotzdem noch. Zack. Das ist jetzt Rübe hier. So, dann müssen wir den wieder daneben legen. Das ist. Wo haben wir den jetzt hingeschmissen? Egal. So. Okay. Ausrüsten. Den erst leer machen. Da habe ich ein Essen drin. So, hier. Meine Puppen. Räume ich mal rein. Und jetzt räume ich den Rucksack auch wieder weg. Das meine ich damit. Das ist so blöd gemacht mit diesen Rucksäcken wechseln. Das ist, naja, das hätte man anders machen. Aber ich wiederhole mich. Nehmen wir jetzt meinen Rucksack wieder. Zack. Und jetzt verwenden. Den räumen wir jetzt hier rein. Mal. Hier rein und das Essen nehmen wir wieder mit rüber, damit wir Verpflegung haben. Alles klar. Gut. Ich muss mir übrigens einen neuen Bauhammer holen. Der ist auch bald geworden. Nehmen wir mal noch einen mit. Hammer. Da haben wir noch einen. Das dauert nämlich nicht mehr lange. Da ist das Ding hinüber. So, jetzt nehmen wir mal schon ein paar Stämme mit hier. Ich habe doch draußen welche liegen. Deswegen haben wir doch uns extra den Durchbruch gemacht, damit wir hier rausgehen. Hier liegen sie doch. Stämme. Gleich hier draußen liegen auch noch welche. Im Winter noch, die wir nicht gefunden haben, weil sie im Schnee verschwunden. Denn, dass wir uns noch ein bisschen bewegen können.
Alter. Ist da noch ein Stamm? Jawohl, da liegt noch einer. Gesteckchen nehme ich auch mal mit. Haben wir immer gebraucht. Gesteckchen. Stämme. Ich nehme mich mal übrigens hier unten wieder raus. Ihr wisst doch, wie ich aussehe. Voll. Aber ich werde hier auch offline an diesem Gebäude hier weiterbauen und werde euch dann das Ergebnis präsentieren. Da liegen auch noch Stämme rum. Vom Ninja her. Aufpassen nicht, dass ich hier unter eigenen Spikes wieder. Ah, alles klar, weil die nicht. Weil die nicht symmetrisch stehen. So, und auch da hinten liegen ja auch noch Stämme. Schon wieder voll. Stimmt durch die Steckchen. Also wegschaffen. Wir werden hier sehen, wann irgendwann die NPCs zum Tragen kommen, dass wir irgendwann mal ähnlich wie bei Mist Survival Kollegen haben, mit denen wir hier arbeiten können, die für uns ein paar Dinge verrichten. Mal sehen, wann das soweit ist. Ich hoffe mal, dass auch bald hier wieder mal ein Update kommt. Halt, wir müssen das hier. Falsche Taste gedrückt. Möp, 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 möp. Keine Stämme mehr einstecken. Auch noch welche. Ich habe überall Stämme rumliegen. So. Und massenweise Steine liegen. Massenweise Steine. So, ich glaube, ich muss mal wieder der Axt schnappen und muss hier noch ein paar Bäume umnieden, damit wir wieder zu Stämmen kommen. Oh, die Axt ist auch bald hinüber. Schon wieder Feuer. Unser ganzes Werkzeug ist übrigens fast am Ende. Das werden wir doch mal irgendwie in die Mülltonne schmeißen und uns schleunigst mal was anderes zulegen. Und den machen wir auch gleich. Okay. Nein, hier wird nicht rumgehackt. So, was haben wir denn überhaupt alles drin? Haben wir noch zwei, ja? Oh ja, so ein Züppchen werden wir erstmal wieder essen und noch einen Schluck trinken. So, jetzt können wir hier oben die Zweierbalken reinlegen. Hammer in der Hand, ich boxen. Zweiergitter. Ich glaube, für die nächste Zombie-Night werde ich mir noch was anderes einfallen.
auch eine dritte Reihe Bikes bauen. Das ist vielleicht angebracht. Aber da brauchen wir ja, da brauchen wir ja Stämme ohne Ende. Aber die können wir, den Balken weg, den, die können wir ja hier draußen holen. Ist ja nicht das Problem. Wir werden, ich werde auf alle Fälle mal schon aber das in dem etwas in dem gehörigen, gehörigen Abstand, aber in etwas Abstand zu den anderen werde ich bauen. Außenbereich. Da haben wir den drehen wir uns. Den drehen wir uns. So. So hätte ich. Schade, dass man keine Gräben ausheben kann. Das wär's natürlich. Wenn du jetzt hier so ein Graben noch machen könntest. Wo die nachher reinpurzeln. Ich habe zwar auch schon andere Verteidigungsanlagen gesehen, aber ich denke mal, es kommt darauf an, wie stark die Zombie-Welle wird. Das dürfte noch mal reichen. Dann ist immer ein bisschen angekommen, aber das dürfte es. Die Laubhausen kann man ja stellen, da kann man ja durchlaufen. Noch, oh, da haben wir noch einige Bäume zu fällen, ehe wir das alles. Aber das mache ich sowieso offline. Ja, bleibe hier, das werde ich auch noch mal. Wir werden auf alle Fälle in einer der nächsten Folge uns noch mal um die Forschung bekümmern. Und da wird wir, naja, andere Sachen noch erforschen können und noch bauen können. Wir haben auch noch einige Produktionstische, sage ich mal so, zu bauen, die wir noch nicht erforscht haben. Wir können noch keinen Zement herstellen. Wir müssen sehen, dass wir irgendwo noch mal Medikamente und sowas selber herstellen können. So. Ja, steht das noch durch? Nein, geht nicht mehr. So, rein, neue Achseln. So, na, dann werden wir hier irgendwo noch einen Aufgang machen, eine Treppe nach oben. Mal sehen, was wir hier unten noch alles reinbauen. Und wir müssen uns auch Gedanken... Ah, nee, das habe ich ja eigentlich. Entschuldigung, das habe ich ja eigentlich. Hier oben möchte ich ja die Solaranlagen herstellen zur Stromproduktion. Ja, die werden wir hier oben herstellen. Dazu brauchen wir noch einige Batterien, denke ich mir. So, gute wieder zu. Wollen wir mal Licht anmachen hier, damit wir was sehen. Das ist, glaube ich, schon bald wieder Schlafensgeht. Was braucht die Batterien runter oder was? Unzureichende Stromversorgung. Ist klar.
Da schauen wir doch. Auf alle Fälle hatte ich doch eine Batterie hier unten. Sogar 5. Nehmen wir mal gleich hierher. Machen wir gleich mal die Batterie wechseln. Aufladen. So, jetzt müsste es eigentlich wieder funktionieren. Perfekt. So, und jetzt holen wir uns Äxte. Hier eine neue Axt. Wir nehmen aber... Ne, die Feuerwehr-Axt, die ist gar nicht so gut. Die ist gar nicht so gut, muss ich wirklich sagen. Also, könnt ihr mal ausprobieren, aber ich empfinde die als... Geht nicht. Kann nicht hier ausgerüstet werden. Deswegen, weil ich hier vorne... Deswegen habe ich auch immer die Stahl-Axt. Denn die können wir auf dem Slot 3 ausrüsten. Denn die ersten zwei Slots sind eigentlich für die Langwaffen vorbehalten. Übrigens müssen wir hier unsere Schrotflinte müssen wir mal sauber machen. Das werden wir gleich mal machen, ehe wir zu Bett gehen. Quatsch, was machst du denn? Hab Schrotflinte raus. Geht natürlich wieder nicht. Stämme in der Dings haben. Muss man erstmal Platz schaffen, dass man die Schrotflinte überhaupt rausnehmen kann. Hier können wir noch mal hingehen. So, gut. Den hier hoch. Den hier hoch. Und jetzt müssten wir die Schrotflinte eigentlich rüberkriegen. Genau. Wartung. Da gehen einige Dosen. Waffenöl drauf. Wartung. Na, eine brauchen wir noch. Garantiert. Wir machen jetzt bis zum bitteren Ende. Wird sie jetzt in Ordnung kommen. Wartung. Alles klar. Solches Waffenöl, muss ich sagen, da... Habert's bei uns nicht. Da haben wir eigentlich genügend. Gut. Wir gehen erstmal wieder rüber. Hauen uns aufs Ohr. Dass du dich dem Lagerhaus nicht noch irgendwo verläufst. Licht aus. So, alles klar, meine Freunde. Wir werden, habe ich noch was zu essen zum Kochen einstecken. Wir haben noch was zum Essen einstecken. Das werden wir gleich mal noch vertilgen. Und werden uns noch 2, 3 Gerichte... Ne, das... Machen wir die jetzt oder machen wir die vom nächsten Tag? Wir werden von hier unten mal. Ah, ich nehme die mal mit. Mal sehen, was wir damit machen. Ob sie morgen früh noch genießbar sind, wenn wir sie schon gekocht haben. So, die stellen wir nochmal hier auf. Herd. 1, 2, 3. Gut. Brauchen wir. Hat alles nach hier. Oh, aber so richtig, Blätter so richtig blau werden sie auch nicht. Die sind auf dem Stand Prozentsatz geblieben, wo wir sie gelb hatten. Alles klar. So, meine Freunde, ich gehe jetzt zu Bett und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da ich werde inzwischen meine Palisaden draußen, die Spikes noch etwas aufrüsten für die nächste Zombie-Night, denn ich schlafe jetzt bereits in den Tag 10 hinein, sodass wir da auf der sicheren Seite sind. Ich werde noch wieder unsere Rotflinte hier rübernehmen und werde noch meine Wagen ausräumen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das war meine Freunde, ich sage dann mal tschüss, bis zur nächsten Folge. Die wird dann wieder etwas interessanter, denke ich mir. Ja, wir hoffen es.